Mafia, Prostitution, Krankenhaus, Schlägerei. Was passiert? Boom! Er haut mir ein Ding. Komplett. So, und dann gehen wir und diese Tür geht auf, ne? Original. Totenstille am Telefon. Ich denk so, ist er noch dran oder was? Ich warte so. Cecil Iguato. Ungewöhnlicher Typ mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Wir haben den absoluten Star Hamburgs bei uns. Wo ist Cecil? Ah. Okay, deine Hauptaufgabe heutzutage besteht ja eigentlich darin, dass du so vielen Menschen wie möglich dabei hilfst, sich unabhängig zu machen, finanziell frei zu werden und dass sie sich einfach von niemandem mehr was sagen lassen. Das wiederholst du de facto täglich auf Instagram. Also wenn man dir folgt, dann muss man das wissen, dann weiß man das automatisch. Aber was ist jetzt der Beweggrund für dich persönlich, dass genau das dein Ziel ist? Weil du hast auch öfter gesagt, so, du hattest mal deine Profi-Basketball-Karriere und als diese geendet ist, war das wie ein Segen für dich. Wie genau meinst du das? Also das mit dem sich nicht sagen lassen, das fing extrem früh in meinem Leben an. Es war ja so, habe ich ja schon öfter erzählt, dass mein Arzt damals gesagt hat, okay, du hast auf der linken Seite Wachstumsstörung an deinen Knien und rechts hatte ich eine Operation, da musste der Meniskus rausgenommen werden. Und danach hat er halt gesagt, ja, Sport, mein kleiner, fetter Junge, kannst vergessen. Also Leistungssport kannst du nie machen. So, und ich war ja da schon so, ich höre einfach nicht. Also ich bin halt so ein typischer, frecher Junge, der einfach nicht hört. Und egal, wer was sagt. Also dem Arzt habe ich dann auch, so habe ich mir im Kopf gedacht, interessiert mich nicht, was du sagst. Ich werde Profi-Basketballspieler. So, und dieses mir nicht sagen lassen hat sich eigentlich immer so in meinem Leben wiederholt und auch natürlich in der Basketballkarriere. Und im Grundsatz ist das natürlich der Grund auch, warum ich genau da bin, wo ich jetzt hier bin, dass ich wirklich mir von niemandem was sagen lassen muss und was ja auch heutzutage meine Aufgabe ist, dass ich Menschen coache, dass sie sich so ein Business aufbauen, dass sie sich auch nichts mehr sagen lassen müssen. Aber jetzt diese ganz tiefen Stories von meiner Basketballkarriere, das geht von Mafia, Prostitution, Krankenhaus, Schlägerei bis zu meinem Karriereende. Das geht über so viele Stories und die habe ich noch nie erzählt, irgendwo. Also nicht in meinen Coachings, nicht in meinen Stories, nicht auf YouTube, nirgendwo. Und da kannst du jetzt ein bisschen vorbereiten, wenn auf jeden Fall einige Stories kommen. Und ich habe gedacht, dass du das mal verstehst oder die Zuschauer auch, was das eigentlich für einen Hintergrund hat. Also der Hintergrund ist schon immer gewesen, ich will mir nichts sagen lassen. So, und beim Basketball war es halt so, es war im Grundsatz die beste Entscheidung, dass ich Profisportler damals geworden bin, weil du lernst halt auch sehr viele Sachen. Oder jetzt meine Kinder, ich meine, der Große ist jetzt 10, die Kleinen werden jetzt 7. So, und dann, also Zwillinge, und die spielen auch Fußball jeden Tag und die wollen auch Profi werden. Und da sage ich, ja, alles klar, kannst auch Profi werden. Man kann zwar als Profisportler nicht diese Freiheit erreichen, die heutzutage für mich sehr wichtig ist, aber es ist trotzdem gut, weil man lernt halt viel, auch in der Mannschaft, so wie ist die Konkurrenz untereinander, dieser Konkurrenzsinn, den man ausbildet, so einfach ganz viele Sachen, die man einfach positiv mitnehmen kann. Diese Arbeitseinstellung, dass du trainierst, dass du für was trainierst. Heutzutage ist ja so, ja, hallo, wo ist jetzt die Pille zum Abnehmen? Und ja, wie, mit welchem Shitcoin soll ich denn jetzt nicht mich über irgendwas informieren, sondern mit welchem Shitcoin kann ich jetzt einfach Multimillionär werden? Hallo, das haben doch da auch welche geschafft. Ceci, sag doch mal jetzt welchen. So, das heißt, genau das ist es nicht. Beim Sport, da gibt es keine Ausrede, da gibt es keine Abkürzung. Du musst trainieren, 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 immer wieder, über einen ganz langen Zeitraum und dann wirst du irgendwann besser. Das heißt, heutzutage ist es für mich nicht mehr sinnvoll, weil ich tausche dann zum Beispiel meine Zeit gegen Geld. Auch wenn jetzt zum Beispiel im Fußball man sehr, sehr viel Geld verdienen kann. Aber ich will heutzutage nicht mehr meine Zeit gegen Geld tauschen. Ich will ein Business haben, was man skalieren kann. Ich will ortsungebunden arbeiten. Das heißt, das kann ich als Fußballprofi oder als Basketballprofi nicht, weil ich muss ja da sein. Ich kann ja nicht sagen, hey, morgen spielen wir in der Halle auf Mykonos. Da kommt ja dann keiner hin. So, das heißt, dieses Ortsunabhängige und sich keine Termine vordiktieren lassen. Weil Termine als Profisportler, bist du jedes Wochenende im Mannschaftsbus, dann sitzt du da 8 Stunden, dann schläfst du da, gehst zum Spiel. Du hast ja den ganzen Tag Termine. So, und diese 4 Punkte sind heutzutage für mich wichtig. Aber jetzt
es war kein Fehler, dass ich Basketballprofi war, oder es ist auch kein Fehler, wenn meine Kinder jetzt Fußballprofis werden wollen und sie das so weitermachen und so. Das finde ich im Grundsatz gut, weil du lernst halt extrem viele Sachen. Und so von der Disziplin habe ich auch extrem viele Sachen gelernt, die mir extrem geholfen haben. Also ich weiß noch, bei der Junioren-Nationalmannschaft, da habe ich auch so gedacht, so wie ich es zu Hause gesehen habe, dass wir mit der Familie, mit meiner Mutter, wir sind immer überall zu spät gekommen. Und es ist ja immer so, Kinder machen ja das, was sie zu Hause sehen. Ist ja klar. So, und dann habe ich gedacht, so ja, so zu spät kommen, so ist ja normal. So, man kommt halt immer zu spät. So, ich wusste gar nicht, dass man auch pünktlich sein kann. Und dann bei der Nationalmannschaft in Heidelberg, bei dem Leistungszentrum in dem Camp, so erstes Training. Der Trainer sagt natürlich, ihr müsst 10 Minuten vorher mit zugeschnürten Schuhen da sein und fertig sein zum Sport. Also so, dass ihr loslegen könnt. Dass wenn ich pfeife, genau um, sagen wir mal, 10, dass ihr dann da seid. So, der Trainer so, sagt das und ich denke mir so, ja, okay. Ich bin oben in meinem Zimmer, ich so, ja, 10 vor. Ja, ich glaube, ich gehe mal jetzt runter. Ich alleine im Zimmer. Ich gehe alleine so durch den Stützpunkt, so, gehe runter, komme so um 2 Minuten vor mit den Schuhen in der Hand an. Der Trainer guckt mich an. So eine Ader, er hatte hier immer so eine Ader, ne? Er so, Cecil, wo warst du? Ich so, ich gucke auf die Uhr, ich so, wieso, ich habe doch noch 2 Minuten. Ich habe es nicht verstanden. Ich war dann natürlich als die anderen, wir haben 2-3 Mal am Tag 2 Stunden trainiert. In der Freizeit war ich dann natürlich wieder, wie immer, draußen auf dem Leichtathletikplatz und bin im Kreis gelaufen. Und alle Spieler von oben, hey Cecil. Und ich so, scheiße. Das heißt, ich habe da sehr viel gelernt. So dass ich dann im späteren Leben, als ich 15 Jahre Personal Training angeboten habe und ja den ganzen Tag über Termine hatte an verschiedenen Orten, ich bin also über Jahre, 15 Jahre, ich kann mich erinnern, dass ich vielleicht so 3-4 Mal zu spät gekommen bin. In 15 Jahren bei mehreren Terminen am Tag. Ich hasse das. So, und das ist das, was ich von damals immer mitgenommen habe. So, auf jeden Fall, Basketball hat mir dann viel gegeben. Aber da waren so viele Sachen, die ich jetzt im Nachhinein dann verstanden habe, ist zum Beispiel auch in der Musik oder im Sport, da geht es nicht unbedingt darum, wer besser ist. Sind Musiker, jetzt wenn du die ganzen siehst, keine Ahnung, Justin Timberlake oder auch Michael Jackson oder Prince oder Madonna, sind das die besten Sänger? Also können die wirklich am besten singen? Und dann siehst du irgendwo auf YouTube irgendwelche Gospel-Sänger, da denkst du, Moment mal, was? So, und aber das sind nie die Besten. Also die Besten sind nie die, die oben und bekannt sind. Taylor Swift, ja, 97, 500.000 Milliarden, alle folgen der. Egal wo auf der Welt. Instagram, egal in irgendeinem kleinen Dorf in Afrika, hey, ist Taylor Swift. Kann die so gut singen? Nein. Das ist so zum großen Teil immer Politik. Also du musst deinen Mund halten. So, und wir hatten zum Beispiel auch in Verträgen, du hast offiziell, und das war schon damals, steht in deinem Vertrag, du darfst dich nicht gegen den Trainer äußern, du darfst dich nicht gegen die Mannschaft oder gegen die Mannschaftsführung äußern. Darfst du nicht. So, wenn du ein Interview gibst, du musst immer so. Deswegen, heutzutage Interviews, auch wenn ich jetzt irgendwie Fußball spiele, da irgendwas verfolge, Nationalmannschaft spiele oder was, ich gucke die Interviews gar nicht danach, weil es ist so langweilig, weil ich ja weiß, die haben alle Scheuklappen auf. Ja, heute haben wir Gas gegeben, dann hat es leider nicht geklappt, wir müssen nächstes Mal in der Verteidigung besser. So, das ist alles eine Schale. Das sind wie Zombies, die nur das sagen dürfen. Da gibt es nicht so wie manche Interviews so, ey, ja, wir müssen mal Eier beweisen oder so, so Olli Kahn. Ja, Eier müssen wir zeigen, Eier. Sowas, das ist nicht erwünscht. Ja. So, und auf jeden Fall hatte ich halt, und das muss man verstehen, wenn man so Basketballprofi ist, und ich habe ja alles darauf gesetzt. Das heißt, kein irgendwie, ja, was machst du jetzt in der Ausbildung? Ja, Cecil, du musst auch eine Ausbildung. Interessiert mich nicht. Mein Plan war, ich wollte Basketballprofi werden. Ich war mir 100% sicher, dass ich es schaffe. Und es gibt nicht ja Plan B oder so. Ich habe gedacht, ich werde Profi-Basketballer. Ich werde damit reich und dann habe ich ausgesorgt. Und ich werde der beste Spieler überhaupt. Das habe ich gedacht. So, und deswegen habe ich natürlich jeden Tag trainiert. Und dann war so der Weg. Ich habe mit 11 Jahren an meinem 11. Geburtstag angefangen zu spielen. Dann habe ich jeden Tag so krass trainiert, dass ich schon mit 15 im Kader der 2. Liga war, in Hamburg, in Wedel.
Und dann war ich schon mit 16, gehörte ich irgendwie zu den Top 5 Scorern in der zweiten Liga mit 16. Und 17, 18, dann bin ich zum BCJ gewechselt. Das heißt, die haben mich geholt, weil die gesehen haben, okay, krasses Talent, wir wollen aufsteigen mit dir. So, wir wollen aufsteigen, deswegen holen wir dich jetzt. Und dann eigentlich fingen so die ersten Enttäuschungen an. So richtig krasse Enttäuschung. Mit 17, 18. Ja, dann, als ich das erste Mal praktisch in der zweiten Ligamannschaft war und mit der Mannschaft aufgestiegen bin, da fingen so die ersten, ja, krassen Enttäuschungen an. Aber bevor ich die ganzen Sachen sage, was für Enttäuschung und wie das überhaupt bei mir gekommen ist, dass ich diesen Hass richtig entwickelt habe, dass Menschen einem was sagen. Und wenn ich das für mich nicht will, will ich das auch für meine Kunden nicht. So, das heißt, ich war damals ein fetter Junge, die haben mich gehänselt. Ja, du fetter Junge, guck mal deine schwabbelnden Beine. Und deswegen habe ich natürlich alles gemacht, was ich konnte, um dem entgegenzuwirken. Dann sogar auch ein Studium, Ernährungsberatung und so, dass ich dann halt nicht mehr fett bin. Und dann im Coaching später, im Maximumprinzip, dass auch keiner von meinen Kunden mehr das ertragen müssen, dass sie fett genannt werden. Sondern, dass sie was für einen Körper tun, Traumkörper haben, Leben lang, guten Mindset, diese ganzen Sachen. Das heißt, ich habe das immer übertragen. Und das mit ortsungebunden, was ich vorhin gesagt habe, und auch gerade mit nichts mehr sagen lassen, das war am krassesten bei der Profikarriere, ab erste Liga. Aber bevor ich das sage, möchte ich nochmal zurückkommen auf diesen Jugendweg. Also, dann habe ich natürlich Hamburger Auswahl gespielt. Dann, keine Ahnung, war ich der Topscorer in der Hamburger Auswahl. Dann bin ich in die Junior-Nationalmannschaft gekommen. Und da hatten wir so einen Trainer, was ja auch gute Sachen sind, wie ich gerade gesagt habe, ey, nicht zu spät kommen, so. Und ich habe sehr, sehr viele gute Sachen gelernt. Aber ich habe da schon sehr, sehr, sehr viele negative Erfahrungen gemacht. Und ich war immer so ein Junge, ich habe immer Scheiße gebaut. Weißt du, ich war 15, 16, 17. Wenn du 15 bist, dann baust du halt Scheiße. Und selbst wenn ich heute drüber nachdenke, Scheiße bauen ist nicht erwünscht. Du wirst extrem ausgesondert, wenn du Scheiße baust. So, es hätte ja auch sein können, dass die Trainer, wenn ich jetzt zum Beispiel mit 44 einen 16-Jährigen da hätte und der baut so kleine Streiche und so, dann würde ich sagen, ja, komm, der ist 16, lass mal gut sein. So, komm her, was hast du da für Scheiße gebaut, erzähl mal, ist nicht so gut, guck mal. Und bei mir war es ja so, wenn man mir gesagt hätte, das und das musst du machen, um dein Ziel zu erreichen, hätte ich ja alles gemacht. Er hätte mir sagen können, ey, dann, wenn du besser werden willst, musst du jeden Morgen 10 Minuten Handstand machen. Ey, du kannst 100% sicher sein, ich würde in meinem Zimmer Handstand machen. Jeden Tag. Das heißt, dieses Menschliche. Und da bei der Nationalmannschaft habe ich so viele Storys. Beispiele. Das war alles so militärisch. Also wir mussten dann auch jeden Morgen einen guten Morgenspruch lernen. Also das heißt, wir mit der Nationalmannschaft, Junioren, sind alle dann zu der Tagesplanung gekommen, so wie oft Training ist, wann Essen ist und so. Und dann stand da immer so ein Spruch. Und den mussten wir auswendig lernen. Und dann hat der Trainer das auch abgefragt beim Training, hat gesagt, hier, Emanuel, sag mal, was ist der Tagesspruch für heute? Und dann musst du sagen, ja, man gibt nicht auf und dies und das und wenn man hinfällt, muss man aufstehen oder so. Und heutzutage, okay, die Sprüche waren schon gut, aber mit 15, 16, ganz ehrlich, so, ne? Und dann habe ich einmal, so mir Spaß gemacht, ein Blatt genommen und draufgeschrieben, also per Handschrift, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein und dann so Quelle Phil Jackson, der Trainer von den Chicago Bulls. Und ich habe das über den Tagesspruch geklebt. Und dann alle stehen so an dem Tagesspruch morgens so vorm Essen oder wo das war. Und dann einer, Grüße an Damir. Und Damir so, hä? Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein? Das hat Phil Jackson doch gar nicht gesagt. Und ich mit meinem Freund wieder, wir konnten nicht mehr, wir haben so gelacht, ne? Und dann kommen wir ins Training rein, der Trainer natürlich wieder so ein Hals. So, er war so ein Typ, so die Haare auch so, alles so, so ein Militärtyp. So, da durfte nichts so, es musste alles richtig sein, auch seine Socken. Es hing alles so immer ganz gut, was ich ja heutzutage verstehe. So, ja. Wenn man so ist, ich verstehe das. Ja. Aber er handhabt 16-Jährige, 15-Jährige. Da ist, wer an eine Grube gräbt, fällt selbst hinein, das macht man sich mal Spaß. Er so ein Hals, ne? Wer hat das geschrieben? Ich so. Im Endeffekt kam natürlich wieder raus, weißt du, dass ich das war. Weil ich halt Scheiße gebaut habe. Dann war ich wieder draußen, habe wieder den ganzen Tag da Lauf musste ich absolvieren, immer als Strafe. So, oder andere Situation. Einmal waren wir in Finnland, ne?
Und das ist krass, weil in Finnland, da sind wir einmal, bin ich mit meinem Freund, mit dem ich immer so, das war mein bester Freund in der Mannschaft, sind wir da so lang gegangen und da waren wir 15 oder 16. So, und das war noch bevor wir eigentlich mit 15, 16 habe ich das erste Mal Geld bekommen, also so, das waren 400 Mark. Und dann habe ich ihn so gefragt, weil für mich war immer so erste Liga und Geld verdienen damit und so. Habe ich so eine kleine, das war nicht mal eine Hütte, das war so wie so ein kleiner Abstellraum. So, das, ein Bett hätte da wahrscheinlich gar nicht reingepasst. Und dann habe ich ihn so gefragt, so, hey, wenn du in der ersten Liga ein Angebot bekommen würdest und du würdest 5000 Mark im Monat bekommen, würdest du da wohnen? Und er guckt das so an, er so, nee, da kriegst du ja nicht mal ein Bett rein. Ich so, ja, ich würde da wohnen. Ich würde sofort machen, habe ich gesagt. Sofort. Also das war so immer mein Mindset. Ich wollte unbedingt. Lustigerweise, nur 2 Jahre später habe ich das Vielfache davon verdient. Aber auf jeden Fall waren wir da in Finnland und jetzt nochmal zu dem, ich wollte mir nichts sagen lassen. Wir waren dann an so einem, ich habe da auch noch Fotos von, wir waren dann an so einer Hütte, so schön mit Sonnenuntergang gesehen und dann war da so ein Abhang, aber der Abhang war weiter weg. So, auf jeden Fall war da die Hütte und da war so ein Stein und ich wollte mich auf den Stein stellen und wollte halt ein Foto machen. Und der Trainer schon wieder mit seiner Ader kam da schon wieder raus. Ja, nicht dahin gehen, ihr dürft kein Foto machen, kommt jetzt zurück. Ich gucke ihn an. Ich so, warum das denn? Nee, ich will das nicht, wir essen jetzt, blablabla. Ich so, alle natürlich aus der Mannschaft, sofort, als sie das gehört haben, sofort dahingegangen. Ne? Ich so, ich scheiß einfach drauf. Ich sag zu meinem Freund, hier, nimm die Kamera, mach ein Foto von mir. Er so, ja, aber Berthold hat gesagt, wir dürfen. Ich so, machst du jetzt ein Foto oder nicht? Er so, ja, okay, schnell. Ich stelle mich auf den Stein, so. Einfach nur, um zu demonstrieren. Ist mir scheißegal, was du sagst. Weil ich verstehe jetzt nicht, warum soll ich da nicht ein Foto als schöne Erinnerung für mich machen? Und heute mit 44 verstehe ich es immer noch nicht. Lass den armen 16-Jährigen doch ein Foto machen als Erinnerung. Das war diese Schikane. Oder dann auch immer so die Nummer. Ich habe eine Nummer gehabt, das war meine Spielnummer, Trikotnummer. Und dann einmal war ich einen Lehrgang nicht da, weil ich nicht krank war. Und dann hatte die jemand anderes. Warum machst du so eine Schikane? Ich habe die meisten Punkte in der Mannschaft gemacht. Ich habe schon das Privileg, dass ich meine eigene Nummer behalten darf. Dank, hallo? Ich war so sauer darüber. Oder dann die Schikane, ja, du darfst nicht mehr aussuchen, mit wem du in einem Zimmer bist. Wir hatten dann immer Doppelzimmer und natürlich wollen wir mit den Leuten, mit denen man sich am besten... Ja, weil wir müssen uns alle gleich gut verstehen und du musst dann mit allen mal ins Zimmer. Boah, ey, lass doch mal die 15-, 16-Jährigen ein bisschen Spaß haben. Auf jeden Fall, ich mache da das Foto, ich stelle mich so hin. Auf dem Stein, bei schönem Sonnenuntergang. Ich habe das Foto immer noch. Und er natürlich wieder so ein Hals, ne? Ich wieder Strafsprints und wer weiß was. Dann war eine andere Situation, auch mit der Nationalmannschaft. Ich habe so viel Scheiße gebaut. Aber für mich war das nicht so Scheiße bauen. Wir hatten dann eine Qualifikation in Prag. Und Grüße an Adam, der war aus Ungarn und er hat gesagt, wir waren 16 oder so. Dann hat er gesagt, ey, ihr müsst den Mädchen immer, wenn die vorbeikommen, müsst ihr immer sagen, wann pensüm? Ich spreche wahrscheinlich voll scheiße aus. Wann pensüm? So, und das heißt, wir haben Geld. So, wir sind aus Deutschland, wir haben Geld. Und dann sagt er, da stehen die Frauen voll drauf. Ja. Und ich so, ey, cool. Und ich dann immer mit meinen Freunden so, vorm Hotel, wann pensüm? Und die immer so, ah. Und dann sind die wirklich mit uns ins Gespräch gekommen. Und wir natürlich, wie ich als Junge so, ja, mit denen gelabert und dies und das und geredet und so. Und dann kommt jetzt die Prostitutionsgeschichte. Ganz heftig. Pass auf. Es ist irgendwie abends so, wir mussten um 8 Uhr auf dem Zimmer sein. Und es war so 7.40 Uhr, also so 20 Minuten vorher. Oder 10 Minuten vorher. Und ich habe da ein Mädchen kennengelernt. So. Und die war ganz nett und habe ich mit der geredet. Aber das war keine Prostituierte. Das war ein ganz normales Mädchen. Auch so in meinem Alter, 16, 17. Und dann irgendwie, keine Ahnung, so. Dann so ein bisschen fanden wir uns gut. Auf einmal angefangen zu küssen. So komisch, okay. Dann habe ich zu meinem Freund, der eine Freund von mir, der war immer mein Zimmerkamerad und der musste immer hinhalten. Ne? Ich so, ja, komm, wir nehmen sie jetzt mit aufs Zimmer. So. Und dann, ich frage sie, ja, möchtest du noch kurz mit hochkommen, so aufs Zimmer? Sie so, ja, also waren jetzt keine krassen Hintergedanken, ne? Aber so, wir waren 16. Ich so, ja, komm noch mit hoch aufs Zimmer.
alles klar. Und dann gehen wir Richtung Hotellobby. Und da war so eine große Tür und die ging dann immer so auf. So. Und mein Freund da, David, hat so gesagt, ja, aber was ist, wenn Berthold das sieht? Und ich so, ja, aber der ist ja bestimmt nicht da, oder? Er so, ja, aber kann sein. Ich so, ja, egal, komm, lass jetzt machen. So, ne, komm. Ja, okay, komm mit, reden wir noch ein bisschen auf dem Zimmer, ist alles cool. So, und dann gehen wir und diese Tür geht auf, ne? Original. Alle Coaches sitzen auf der Couch, Blickrichtung zu uns. Und David hat sich in die Hose geschissen, ne? Er so, was machen wir jetzt? Ich so, geh einfach weiter, Mann. Ich so, drauf geschissen. Ich so, ja, geh einfach weiter. Was sollen die denn machen? Dann gehe ich einfach so. Dann habe ich natürlich, was soll ich machen, weißt du? Dann sage ich noch zu dem Coach, hi. Und dann gehe ich zum Fahrstuhl. Die haben nichts gesagt, ne? Alle saßen so, gucken. So meint er das jetzt ernst? So 10 Minuten vor Feierabend, ne? Also vor Bettruhe, so ja. Licht aus. Oder da sein, nicht mehr reden mit anderen. So, und dann, wir fahren hoch. Sie kommt so ins Zimmer, ich so, ja, was willst du trinken? Ganz normal geredet so, ne? Und dann 10 Minuten später, als dann Bettruhe war, weißt du, was er gemacht hat, der Trainer? Das ist so krass. Weil er dachte ja wahrscheinlich, das wäre eine Prostituierte. War es nicht, das war einfach ein Mädchen, was ich kennengelernt habe. Ja. Original, er hat nicht bei mir geklopft, er hat beim Nachbarzimmer geklopft, ist bei denen reingegangen, ist auf den Balkon gegangen. Und bei dem Balkon, da konnte man so, die waren verbunden, aber du musstest so hoch ungefähr wie der Tisch. Und dann hattest du nur so einen Spalt, der war so. Aber wenn du wolltest, konntest du klettern und so rumklettern und dann auf den nächsten Balkon. Aber ja, du musst schon Gas geben. Ja. Original, als dann Bettruhe war, um 8 oder wann das war, ist er dann da über die Balkonbalustrade geklettert. Und hat von der Seite durchs Fenster geguckt, ob wir da irgendwas machen und hat geklopft. Mit wieder so einer Ader. Bing. Und ich öffne so, ich so. Er so, raus, weg, die muss raus. Und ich natürlich wieder Ärger gekriegt ohne Ende. Aber das Ding ist, dann habe ich danach eine Strafe bekommen. Dann durfte ich nicht mehr teilnehmen an dem nächsten Sommercamp von Detlef Schrempf. Ich dachte mir so, Alter, dieser Detlef ist mir doch egal. Weißt du, ich hatte an dem ersten Camp teilgenommen, interessiert mich im Endeffekt gar nicht. Aber wieder Strafe. Ich habe ständig Strafe bekommen. Aber ich habe ständig immer wieder Scheiße gebaut. Ich konnte nicht aufhören, Scheiße zu bauen. Dann auch, danach das Turnier, auch in Park, ein paar Tage später, haben wir dann diese europäische Qualifikation geschafft. Ne? Wir sind Erster geworden. Ich hatte ein extrem gutes Turnier. Also in dem Turnier habe ich wirklich, also ich habe ja immer die meisten Punkte gemacht in der Mannschaft, aber in dem Turnier, das hatte ich auch, glaube ich, vorher und nachher auch nicht, meine Dreierquote, also 3-Punkte-Würfe, war dabei 83%. Das geht nicht. Also das hatte ich auch noch nie vorher und das hatte ich mal in einem Spiel. Aber dass ich das über ein Turnier, über 6 Spiele hatte, hatte ich nicht. Auch danach nicht mehr. 83%, das ist verrückt. Und ich habe nicht nur einen Wurf genommen, sondern ich habe, keine Ahnung, ich glaube 6 Dreier pro Spiel. Also um es kurz zu machen, er musste mir auch die Pokale geben. Ich habe dann 2 Pokale da bekommen und so. Und wieder. Wir haben es geschafft, ne? Und dann haben wir vorher gesagt, weil wir wussten ja, das letzte Spiel, wenn wir gegen die gewinnen, dann haben die anderen aus der Mannschaft gesagt, ja, wir nehmen eine Champagnerflasche mit, dann machen wir so wie die Spieler, einen auf den. Ne? Und ich trinke ja keinen Alkohol, gar nicht. Aber ich habe gesagt, ja, nimm mit, ne? So, und dann haben wir gewonnen und wir gehen in die Umkleidekabine, ne? Und ich, natürlich wer? Ja. Natürlich habe ich wieder die Champagnerflasche in der Hand, weil ich habe nur Scheiße gebaut. So, alle wussten das auch, ne? Ich die Flasche hinterm Rücken, ne? Und der Trainer, die beiden Trainer, so normal, Jackett und so ganz förmlich gekleidet und so, ne? Also, Jungs, gut, dass wir es geschafft haben. Ich lach so, ne? Ich hole so die Champagnerflasche raus. Alle feiern so, Und er so eine Ader, ne? Er so, Cecil, ich habe hier ein Jackett, das machst du jetzt nicht. Beide Coaches, ne? Und dann ich so. Auf ihn drauf geschissen, komplett nass. Yeah. Der Co-Trainer auch, der die Delegation da oder so macht, der auch alle komplett nass gemacht. Ne? Und der Co-Trainer war dann ein bisschen cooler drauf. Das war so ein Amerikaner, der aber auch in Deutschland irgendwie aufgewachsen ist, keine Ahnung. Der war dann ein bisschen cooler drauf, hat gesagt, ja, komm, ey, komm, ihr seid 15. Ja. Wir sind 15, 16. Ja. So, ist klar, dass wir mal fallen. Bring dein scheiß Jackett
In die Scheißreinigung für 20 Euro. Du Loser. Weißt du? So. Und dann, natürlich habe ich wieder Ärger bekommen. Ich habe immer Ärger bekommen. Aber ich konnte irgendwie nicht aufhören, Scheiße zu bauen. So, das kann man ja abstempeln unter, der baut halt Scheiße. So, ich war ja nicht bösartig. Also ich habe mich auch mit den anderen Spielern immer gut verstanden und ich habe mich im Grundsatz auch mit den Trainern gut verstanden. Aber es war immer so, dass, ja, dass ich Sachen, wenn ich Sachen nicht verstanden habe, dann wollte ich es einfach nicht akzeptieren. Dann haben die zum Beispiel nach dem Turnier, als dann fertig war, dann haben wir die nächste Quali oder Europameisterschaft, sind wir irgendwie rausgeflogen und dann war es vorbei. So, alles klar, wir machen ein Abschlussgespräch. So ein Abschlussgespräch mit allen Spielern einzeln, also die beiden Coaches und die Spieler einzeln. Und dann haben die mit den anderen Spielern so angesetzt, so 20 Minuten, 20 Minuten. Mit mir eine Stunde. Nur bei mir stand da eine Stunde. Alle gucken mich so an, alle so, warum steht bei dir eine Stunde, bei uns nur 20 Minuten? Ich so, Alter, keine Ahnung. So, dann holen die mich da rein, weißt du, reden auf mich ein. Und dann wollten die mir, nicht nur, dass die immer schon vorher so meine Nummer weggenommen haben, mich nicht mehr ins, die wollten mich einfach brechen. Ja, genau. Weißt du, so, das ist diese psychologische Kriegsführung. Der ist gut, ist ein Ausnahmetalent, wir brechen ihn, damit er sich unterordnet. Er muss lernen, die Fresse zu halten, anstatt es zu fördern. So, und dann haben die ja, mich dahin geholt und haben gesagt, ja, du bist ja individuell, also eins gegen eins, du bist nicht zu stoppen. Also keiner kann mich stoppen, eins gegen eins. So, und deswegen, du sollst jetzt nicht mehr Aufbauspieler, also Playmaker Nummer eins sein, dass du den Ball nach vorne bringst, sondern du sollst jetzt auf die zwei gehen. Also Flügelspieler sein. Ich sage, ich will aber nicht Flügelspieler sein. Die so, ja, musst du aber. Ich sage, will ich aber nicht. So, und dann habe ich die Sachen gesagt, die ich auch immer noch heute so finde. Ich hätte es genauso gesagt. Ich hätte gesagt, okay, wenn du jetzt sagst, ich score zu viel, ich mache zu viele Punkte für die Position 1, dann ist es doch an euch als Trainer, mir beizubringen, wie ich es besser auf der 1 mache, oder nicht? Die so. Weil das sehe ich auch so. Ja, wenn ich das verbessern muss, dann bring mir das doch bei. Das ist ja eure Aufgabe. So, aber die wollten mir dann meine Position auch noch wegnehmen, nachdem sie mir meine Trikotnummer weggenommen haben, nachdem ich nicht mehr mit meinem besten Freund in der Mannschaft sein konnte, wollten die das auch noch. Habe ich gesagt, akzeptiere ich nicht. Akzeptiere ich nicht. So, und da habe ich immer gesagt, so, ich höre nicht darauf. So, und dann habe ich das auch dann so beendet, dann war es auch beendet, dann gab es hinterher nochmal ein Turnier, aber dann habe ich gesagt, ich mache das nicht mehr mit, ich habe keinen Bock mehr. So, und auf jeden Fall, und das ist richtig abgefuckt, weil ich war schon dann mit 17, 18, sind schon die ersten Erstligamannschaften auf mich aufmerksam geworden. Dann, was ich vorhin gesagt habe, bin ich ja mit den BCJ Hamburg Tigers dann mit 18 aufgestiegen in die erste Liga. Ich hatte die meisten Punkte und so. Und die ganze Erstliga, da waren schon einige Mannschaften, die wollten mich haben und so. Und dann habe ich ein Tryout gehabt, also ein Probetraining in Trier war das damals. Und da war ein Trainer, der hieß Don Beck. Das war so ein Amerikaner. Und dann komme ich da an, original, mit 18 oder so. Weißt du, was der mir sagt? Der sagt mir, ja, ich habe mal mit deinem Nationalmannschaftstrainer gesprochen. Ja, er hat eigentlich nur schlecht von dir gesprochen. Und er hat gesagt, du kannst dich nicht unterordnen. Und da gab es einige Probleme und dies und das. Aber wir wollen mal gucken, weil du bist ein gutes Talent. Ich will dich trotzdem sehen, weil du gefällst mir. Du bist frech. Du hast, keine Ahnung, ich war unbeschwert. Ich habe einfach gespielt und ich war unbeschwert. Ich hatte auch keine Angst vor gar keinem. Ich bin auch immer wieder zum Korb gezogen. Ist mir scheißegal, ob ich 97 Mal von den Centern mit dem Ellbogen hätte ich zurückgehauen, wäre ich immer wieder. Das heißt, ich hatte diese Frechheit. Hat gesagt, gefällt mir voll gut, weil er war Amerikaner. Amerikaner sind anders, die sind lockerer. Ey, komm, wir pushen dich, du bist gut, komm, lass mich pushen. Egal, ob du jetzt auf irgendwas nicht gehört hast. So. Das heißt, er hat mich trotzdem eingeladen. Aber da habe ich so gedacht, guck mal, was das für eine Wurst an Mensch sein muss, der über einen 17-Jährigen aus seiner Mannschaft, ich habe ja in der Nationalmannschaft Junioren, das war gegenüber 2-3 Jahre, schlecht redet in der ersten Liga, also ihm die Karriere verbauen will, nur weil er nicht jetzt gehört hat oder nicht auf der anderen Position, überleg mal. So, jetzt gerade ich als Vater kann das sagen, mit 44 Jahren, was muss ich für eine Wurst sein, einem 15-Jährigen zu versuchen, die Karriere in der ersten Liga zu verbauen? Hallo? So, und das sieht man ja auch, weil diese Wurst, und deswegen sage ich auch Wurst, der steht heutzutage immer noch in der Halle und zeigt den Kids,
nach über 30 Jahren immer noch, wie sie das Handgelenk abzuklappen haben. Kannst du auf YouTube auch finden. Das heißt, diese Einstellung, dieser Mindset, diese Wursteinstellung, da habe ich damals schon gedacht, was ist das für eine Wurst? Und das denke ich auch heute noch genauso. Also ich habe mich nicht brechen lassen. Und das ist genau das beim Profisport. Sie wollen dich brechen. Weil die werden dann gepusht überall hin zur nächsten Mannschaft, dann kommst du in die Nationalmannschaft, dann kommst du ins beste Team. Nur wenn du gebrochen bist und nichts mehr sagst. Das siehst du ja auch in der Musikbranche. Wer hat da nach 2020 seinen Mund aufgemacht? Oder wer, wenn es einen Völkermord gibt oder so, wer macht da seinen Mund auf? Gar nichts. Die sind gebrochen. Du hast die Wahl, entweder du machst das, was wir sagen, oder du bist fertig. Du bist weg. Du kommst weg. Und es war genauso im Basketball. Und dann auf jeden Fall habe ich dann ja mit dem BCJ Hamburg Tigers bin ich dann aufgestiegen in die erste Liga und ich war der Topscorer und super. Das letzte Spiel gehabt in, ich glaube, Ludwigsburg war das und dann sind wir angekommen und die Presse hat schon gewartet und am Flughafen wirklich, dann haben wir einen Flug bekommen zurück und dann war da die Presse und Cheerleader haben uns am Flughafen empfangen so und gefeiert und so richtig geile Feier und ich habe mich richtig gut gefühlt, weil, hallo, ich habe die meisten Punkte gemacht, ich habe geholfen, dass wir in die erste Liga kommen. Dann habe ich gedacht, super, ich bin gerade mal 18, in der ersten Liga werde ich dann alle zerstören, richtig geil. Und dann haben wir so eine Abschlussfeier gemacht und dann sind wir auch noch nach der Abschlussfeier dann auf die Reeperbahn gegangen und ins Dollhaus gegangen. So Striptease, aber ist ja auch Mann-Frau-Striptease, beides und so. Und auf jeden Fall sind wir dann mit der Mannschaft, dann mit dem Manager, mit dem Trainer, mit der ganzen Mannschaft haben wir dann im Stripclub gefeiert. Also, und da musst du dir mal diese menschliche Komponente vorstellen. Du hast dann 18-Jährigen, der deine scheiß Mannschaft gerade in die erste Liga geschossen hat. Du hast dem vorher versprochen, hey, wir wollen auf dich bauen. Wenn du uns in die erste Liga bringst, dann setzen wir auf dich. Cecil, wir wollen dich als unseren Playmaker haben, auch in der ersten Liga. Wenn du uns in die erste Liga bringst, du bist unser Mann. Das versprechen die dir. So, und dann hast du das alles geschafft und als blauäugiger Junge sitzt du dann da im Dollhaus, alle so, so alle so voll besoffen. Du bist natürlich klar, weil du nicht trinkst. So, und dann sitzt du da mit dem Manager und der Manager, ja, Cecil, ich weiß noch, ich kann dir noch ganz genau sagen, wo wir saßen, wo ich saß, wie, also Cecil, Carsten hieß der. Cecil, echt, vielen Dank, voll gut, ey, richtig gut. Ja, also, ja, wir haben mal drüber nachgedacht, Feier, gerade, wir haben mal drüber nachgedacht, also nächstes Jahr auf deiner Position, da wollen wir auf jeden Fall einen Playmaker, einen Amerikaner holen. Und also mehr als 5 Minuten können wir dir jetzt aber nicht an Spielzeit versprechen. Ich habe gerade diese Drecksmannschaft in die erste Liga geschossen. Ich bin am Feiern im Dollhaus. Und der sagt mir, dass die nächstes Jahr auf mich scheißen wollen. Ja. Dann habe ich gesagt, hey, ich habe einfach keine Lust mehr, so fremdbestimmt zu sein, dass diese Menschen, diese Loser über mich entscheiden. Dann habe ich natürlich wieder das Gleiche gemacht, dass ich gesagt habe, ja, dann kannst du mich am Arsch lecken. Dann nicht. So. Und dann war es so, dass ich gedacht habe, okay, dann spiele ich halt nicht erste Liga. Ist egal. Dann habe ich andere, natürlich ganz viele Zweitligamannschaften, weil ich die alle aus der Halle geschossen habe, wollten dann natürlich mich haben. Und dann war ich in Oldenburg, da haben die mir ein Angebot gemacht. Dann bin ich nach Weißenfels. Dann haben die mir ein Angebot gemacht, dann habe ich ja meinen Vertrag selber verhandelt, dann habe ich jetzt über die eigene Verhandlung, nicht, dass ich es über Manager gemacht habe, habe ich selber verhandelt, habe ich doppelt so viel Geld bekommen, wie ich eigentlich haben dürfte maximal, ja. Weil mein Manager hat gesagt, das und das, also wenn wir das rauskriegen für dich, Cecil, da bist du schon richtig gut dabei, also mit deinem Alter, das ist Maximum. Ich so, weißt du was, ich verhandle das selber. Damit hast du ab jetzt nichts mehr zu tun, habe ich mit meinem Manager gesagt, mit 18. Ich wollte mir nie was sagen lassen. Dann habe ich mit dem Vereinshauptsponsor, Besitzer, habe ich dann einen eigenen Deal gemacht. Dann hat er mir das vorgeschlagen, was der andere Manager gesagt hat, was das Maximum ist. Habe ich gesagt, warum soll ich dann hierher kommen? Das kriege ich auch in der und in der und in der Mannschaft. Warum soll ich jetzt hier in so einem kleinen Dorf, kleiner Stadt mit 30.000 Einwohnern spielen? Hallo, ich bin auf St. Pauli groß geworden, Hamburg, was soll ich jetzt hier? Für das gleiche Geld, was ich woanders auch überkriege? Hallo? Er so, ja, was willst du denn? Ja, sage ich dir morgen. haben wir telefoniert. Dann habe ich das Doppelte gesagt.
Ich habe gesagt, ja, ich will, der und der Spieler verdient das und das, habe mich erkundigt. Ich bin besser als der, deswegen kriege ich das und das, was nochmal 30% mehr war als der beste Spieler in der Mannschaft. Totenstille am Telefon. Ich denke so, ist er noch dran oder was? Ich warte so. Auf einmal, es hat wirklich 5 Sekunden, er war geschockt, hat 5 Sekunden gedauert und dann auf einmal hat er angefangen zu lachen. Dann lachte er so, hey, du bist echt ein harter Hund, weißt du was? Alles klar, ich mach den Vertrag fertig, komm einfach her. Ich so, alles klar, habe ich doppelt so viel bekommen. So, das heißt, im Grundsatz wollte ich mir nicht sagen lassen. Und dann in der Mannschaft, und da ging der Stress weiter, mit diesem, ich will mir nicht sagen lassen. In der Mannschaft war dann natürlich wieder alles gut. Ich habe mich mit allen gut verstanden, ich habe natürlich mein Ding gemacht. Der Trainer hat mich dahin geholt, eigentlich für die zweite Mannschaft, aber wir haben dann eine Wildcard bekommen und haben dann auf einmal Erstliga gespielt. Und das war aber erst, nachdem ich den Vertrag unterschrieben hatte. Ich hatte eigentlich gedacht, ich spiele jetzt in der zweiten Liga und habe dann den Vertrag praktisch für die erste Liga unterschrieben. Und das heißt, ich war dann auf einmal doch in der ersten Liga. Und die haben mich halt dahin geholt, weil ich war halt im 1 gegen 1 war ich halt nicht zu stoppen. Wenn ich dribbel und du bist vor mir, kannst du vergessen. Ich gehe rechts, links, egal wo, ich drehe mich, egal wo, ich bin am Korb. Egal wie. Und das wusste der Trainer und deswegen hat er mich dahin geholt und deswegen gab es auch Systeme. Fist war das, Faust, das war nur auf mich. Das System war, das hatte nur ein Team in der ganzen Liga, hatte das System Fist. Es gibt kein System, Spiel 1 gegen 1. Das war das System. Lass das war hier Fist. Spielen, ja. Genau, nur das. Weil den ersten Verteidiger schlage ich ja sowieso. Wie soll der mich aufhalten? Das heißt, ich bin an dem vorbei. Wenn jemand kommt, kicke ich raus, schieße einen Dreier. Wenn keiner kommt, gehe ich zum Korb und mache einen Korb. Wie sollen die das aufhalten? Das heißt, er braucht nicht mit diesen ganzen drumherum laufen, rechts, links, Blockstellen, da hinterher. Viel zu kompliziert. Der Trainer hat gesagt, diese Waffe haben wir, die nutzen wir und fertig. Und die hat ja immer funktioniert. Das ist es ja. So, das heißt, ich wurde dann dafür da eingekauft. Und wie es dann immer so ist, mit der Politik. Ich habe das gemacht, wofür ich hingeholt wurde. Das habe ich sehr gut gemacht. Ich war der Topscorer in der Mannschaft, habe in der ersten Liga da mit 19 Jahren, keine Ahnung, 18, 20 Punkte im Schnitt gemacht und wurde dann gewählt zum All-Star-Game der ersten Liga. Das sind nur die besten Spieler von Nord gegen die besten Spieler aus Süd. Und das sind eigentlich nur Amerikaner. Und Deutsche sowieso extrem wenig und wenn dann nicht 19. Das heißt, ich war der Jüngste, der da jemals, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob schon mal ein 19-jähriger Deutscher da gespielt hat. So, das heißt, ich habe das gemacht, was, wofür ich eingekauft wurde, dass ich meine Stärken im 1 gegen 1 und so ausspiele. So, und dann fing die ganze Politik wieder an. Dann hat der beste Spieler, den ich ja schon im Geldverdienen überboten habe, weil ich ja schon wusste, was der bekommen hat, war ein Amerikaner. Der war schon über 30, so, der hat von Vertrag zu Vertrag gekämpft, der war dann mit seiner Familie und 2 Kindern, ein Amerikaner, der aber schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren in Deutschland war. So, und der Trainer war eigentlich jünger als der. Und dann hat der natürlich immer, der hat dann auch, das ist so ein ganz Vernünftiger, weißt du? So, dann hat sich auch in der Besprechung, hat er sich immer so hingesetzt. Und jetzt ist der natürlich auch Trainer geworden. Ich weiß nicht, ob er immer noch Trainer ist, aber danach ist er natürlich Trainer geworden, weil er ist halt so ein Klugscheißer. Hat sich dann immer so hingesetzt, ja, wir könnten ja so und so. Und hat immer, er dachte immer, er wäre der Trainer. Und ich habe schon da mit 19 immer ihn angeguckt und gedacht so, warum hältst du nicht einfach mal den Mund? Sei doch mal leise, interessiert nicht, was du redest die ganze Zeit. Der auf jeden Fall hat dann gesehen, oh, der junge 19-Jährige, ich bin hier Amerikaner, ich habe hier meine Frau, Kinder, ich will ja noch mindestens 1, 2, 3 Jahre weiterspielen. Das heißt, ich brauche ja meinen Vertrag. Ich muss meinen Vertrag haben, sonst ich muss hier auf den Korb werfen dürfen. Jetzt wirft ja nur noch dieser Junge Glatzkopf auf den Korb. So, und dann hat er sich immer mit dem Trainer zusammengesetzt. Ja, das ist ungerecht und so. Auf einmal hat der Trainer mir gesagt, ich muss zu ihm immer passen. Ich sag, was muss ich machen? Ja, du musst mehr zu ihm passen. Ich so, wollen wir gewinnen oder? Und das Ding ist, ich verstehe es auch heute noch nicht. Und ich habe mir halt nicht die Klappe verbieten lassen. Ich habe gesagt, was zu ihm passen? Das funktioniert doch. Kann mich jemand aufhalten, wenn wir das System spielen? Nein, nein, kann nicht. Aber die Harmonie in der Mannschaft muss auch, weil er hat dann mit dem anderen auch gelästert, der auch schon 33 war. Der war auch am Ende seiner Karriere, auch mit Frau und einem Kind. Und die beiden haben dann so etablierte Erstligaspieler, die haben schon seit, keine Ahnung, 10 Jahren in der ersten Liga gespielt.
Und die waren natürlich dann beide auf dem Coach drauf und sagen, ja, der muss aber zu uns passen, der darf nicht mehr. Politik! Dann habe ich gesagt, leck mich am Arsch. Okay, habe ich meinen Manager angerufen, ey, die sollen sich, ich habe keinen Bock mehr. Ich will nicht mehr, dann gab es nur Stress da und dann bin ich weg. So. Und dann, jetzt geht's mit den ganz krassen Geschichten los. Dann habe ich einen Wechsel, Transfer, dann bin ich nach Bamberg. So, und die haben mir dann zum Beispiel gesagt, erste Liga auch, wenn du kommst, kriegst du den und den Betrag, als Abschlag so praktisch, wenn du kommst. Direkt kriegst du den Betrag und dann kriegst du über Rest der Saison jeden Monat so und so viel Geld. Habe ich gesagt, okay, bin ich hingegangen. Ich so, okay, wo ist jetzt das Geld? Eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen. Die haben das einfach nicht überwiesen. Ich frage meinen Manager, ja, hä, die haben doch, wir haben das doch im Vertrag. So und so, das kriege ich und wo ist denn das? Ein Monat vergeht, zwei Monate vergehen, drei Monate vergehen. Ich so, ey, ich frage da an, ich so, haltet ihr euch an den Vertrag oder was? Weil das war schon viel Geld für mich auch damals. Das, so. Und dann haben die sich nicht dran gehalten. Und dann, wir haben ja natürlich immer eine Wohnung und ein Auto über die Mannschaft bekommen. Ne? Und dann hatte ich halt so einen Range Rover bekommen. Der war ganz cool und in Bamberg bin ich dann immer rumgefahren und ich habe mir hinten so eine dicke Bassrolle reinknallen lassen und einen Verstärker. Und in Bamberg ist ja dann, die Leute kennen ja dann immer die Basketballspieler. Und dann bin ich immer mit diesem Range Rover SUV rumgefahren und der Bass und die Bassrolle war so, dass die Rückspiegel, ich habe nichts gesehen, weil die Rückspiegel so gewackelt haben, auch außen die Rückspiegel und oben, dass alle schon immer wussten, wo ich langfahre. Und dann natürlich Tupac gehört und so, voll so Gangster-Style-mäßig und so. Und die ganze Stadt entlang, egal wo ich gekommen bin, alle so, was ist denn das für ein Auto? So, und dann auf jeden Fall hatte ich natürlich dieses Auto. Und das waren über 4 oder 5 Monate, die haben es einfach nicht bezahlt. So, und dieser Junge, der ich dann bin, ich will mich nicht verarschen. Ich, weißt du, ich sehe das auch immer noch so. Warum zahlst du das nicht? Was habe ich dann gemacht, was natürlich auch komplett null kompatibel ist mit diesem, du bist ein Sportler, halt die Fresse, lass dich brechen. Ist natürlich komplett nicht kompatibel. Habe ich dann gesagt, alles klar, wenn ihr das Geld nicht gebt, dann nehme ich den Wagen einfach mit nach Hamburg. Saison ist vorbei, ich nehme den Wagen mit nach Hamburg. Die so, ja, Cecil, aber das kannst du nicht machen. Ja, dann, du hast bis morgen Zeit, mir das Geld zu überweisen. Das hast du jetzt 4 Monate, 5 Monate nicht gemacht. Wenn du das nicht machst, dann fahre ich mit dem Wagen nach Hamburg. Ich gebe euch das wieder, wenn ihr mein Geld habt. So richtig so Gangster-Style. Das ist natürlich extrem nicht kompatibel mit irgendwas. Ja. Als Sportler musst du die Fresse halten. Ja. So, dann haben die das nicht gemacht. Ich so, alles klar. Dann bin ich am nächsten Morgen gefahren. Der Manager ruft mich an, die haben mitbekommen, so in Bamberg ist ja klein. Die haben mitbekommen, dass ich da irgendwie fahre. Ja, der Manager ruft mich an, er so, hey Cecil, was machst du denn? Ich so, ja, ich bin auf dem Weg nach Hamburg, habe ich dir auch gesagt. Ja, aber du kannst ja nicht den Wagen mitnehmen. Ja, Moment mal, ich sag, das Gaspedal funktioniert gerade noch. Also natürlich mache ich das. Ich habe drauf geschissen, was die sagen. Und dann, wie dem auch sei, habe ich den Wagen wirklich mitgenommen. Und dann habe ich natürlich so gedacht, so ja, ich kriege das Geld nicht. Und dann hat mich so ein russischer Freund gefragt, ja, warum verkaufst du den Wagen nicht? Ich so. Genial. Ich so, die geben mir mein Geld nicht? Erzähl mal. Er so, ja, ich habe russische Mafia-Kollegen, so, wir können uns ja mal mit denen treffen. Ich so, ja, ich weiß nicht. Also so den Wagen mitnehmen ist ja schon für erste Liga schon krass, also das traut sich kein Spieler in der ganzen Liga. Lass ihn mal treffen. So. Und dann am nächsten Tag, er kommt so, ich kann den russischen Akzent jetzt, glaube ich, gar nicht so gut nachmachen, aber er so, ja, sag mal, würdest du den verkaufen wollen? Ich so, ja, wie läuft denn sowas ab? Er so, ja, wir können die, wir würden das ausschleifen und das und dann Teile und so und dann musst du das System, dann meldest du einen Tag später erst, damit wir da, hat schon voll den Plan, weißt du? Also dann geben wir dir so und so, keine Ahnung, 20.000 Mark oder so, geben wir dir dann, oder keine Ahnung, 10.000 jetzt und dann 10.000, wenn wir den Wagen drüben haben und so, alles schon geplant, so. Ich so vor so einem vollendeten Plan, ich so, das war echt eine Verlockung. Ich so, ich will das Geld schon haben, aber ich so, nein! Weißt du, ich wollte dann doch nicht ins Gefängnis kommen. Weißt du, ja, das war dann doch ein Schritt zu krass. Ja. Ich so, ah, egal. Scheiß drauf, ich mach's nicht.
So, und dann habe ich den Wagen aber weiter behalten, bis die dann irgendwann mich angerufen haben und irgendwann gesagt haben, okay, wir überweisen das Geld, komm zurück. Und dann haben die echt, so, es waren, glaube ich, 1-2 Wochen später, haben die das Geld überwiesen. Habe ich gesagt, alles klar, dann geht's doch. Dann komme ich und dann habe ich den Wagen dahin gebracht und bin mit der Bahn zurück nach Hamburg gefahren am gleichen Tag. Aber das ist natürlich, wenn du dann so, das geht natürlich rum in der ersten Liga. Ja. Dass ich danach überhaupt noch mal in der ersten Liga einen Vertrag hatte, ist ein Wunder. Ja. Weil, weißt du, du darfst das nicht als ja. Spieler. So, du musst deine Fresse halten. So, auf jeden Fall, es war immer dann dieses, ich will mir nichts sagen lassen. Und es ging noch weiter, da waren noch 2 Stationen. Dann habe ich danach auch in Österreich gespielt, beim österreichischen Meister. Und da ist dieser starke Drang in mir aufgekommen, nicht nur, dass ich mir nichts sagen lassen kann, sondern dass ich unbedingt nicht mehr abhängig sein darf von einer Person oder einem Arbeitgeber. Das ist das Schlimmste. Und das ist auch das ist der Grund, was ich jetzt erzähle, warum ich die Coachings mache, damit sich alle abkoppeln, damit die das nicht erleben müssen. So, in meinem Maximumprinzip Körper, damit du nie wieder hören musst, also du bist fett, schwabbelig, dich schlecht fühlen musst. Nie wieder. Business-Prinzip, dass du nie wieder jemanden hast, der dir sagen kann, hey, du bist jetzt weg vom Fenster. Was ist in Österreich passiert? Wir hatten ein Spiel, österreichischer Meister, wir haben auch Europacup gespielt, wir haben in Istanbul gespielt, wir haben in Kasan gespielt, in Russland. Und Kasan war krass. Wir kommen dahin, so österreichischer Meister, okay, aber trotzdem war es Österreich. Die österreichische Liga ist jetzt nicht so gut wie die deutsche Liga, aber wir waren Meister und so. Haben gute Spiele im Europacup gespielt, deswegen habe ich gedacht, okay, ist eine ganz gute Option. So, und dann haben wir dann in Kasan gespielt und Kasan war so eine krasse Halle. Also kannst ja googeln, ist ja überall da, Kasan. Halle. Und das war eine Eishockeyhalle und Basketball gleichzeitig. Und Stadion für Konzerte. Also da war unten Eis und dann haben die immer Parkett draufgelegt, wenn Basketball war. Riesenstadion, 8000 Leute oder so. Die haben vorm Spiel dann eine Modenschau gemacht. Also die haben Hälfte vom Parkett, haben die so einen Laufsteg aufgebaut und da sind dann so Models lang gegangen. Mit Pelzen, so richtig so russisch-Style, so mit so einem großen Pelzhut und so mit Pelz und so. Sind die so lang gegangen? Ich so, krass, ey, was ist hier los? So, und dann habe ich da gespielt. Erste Halbzeit, ich bin durchgezogen und ich bin immer so rechts, links, das ist so krass bei mir gewesen. Ich habe meine Schuhe so belastet, dass ich alle 1 bis 2 Monate brauchte ich neue Schuhe. Weil die Sohle war gerissen, wenn ich diese Airpads hatte an der Seite, die waren immer kaputt, nach 2-3 Wochen, weil ich so viele Richtungswechsel gemacht habe und so aggressiv. Die in der Mannschaft haben mich immer genannt, Dynamit. Du hast Dynamit in den Beinen. So, ich konnte extrem hoch springen und diese ganzen Sachen. So, und das heißt, meine Füße waren schon belastet. Und da auch, ich hab Gas gegeben, bin durchgezogen und auf einmal merke ich mein Zeh. Knack. So, ich so, ah, so scheiße. Ich gehumpelt, tut weh. Irgendwie noch bis zur Halbzeit durchgehumpelt, aber ich habe gedacht, ey, da ist was passiert. So, das ist nicht normal, dass was passiert. Ich in der Halbzeit sag zum Physiotherapeut, hier, guck mal meinen Fuß, ich kann kaum auftreten, so. Original, er macht den Schuh auf, ich mach die Socken raus, mein Zeh, so. Er so, nee, ist nix, kannst weiterspielen. Ich so, okay. Zweite Halbzeit angefangen, ich sag, hey, komm. Und ich habe mich nie auswechseln lassen. Für mich war Auswechseln das Schlimmste. Aber ich konnte nicht auftreten. Haben mich auswechseln lassen, alles klar, dann okay. Dann haben wir noch Kasan, da war so ein Schneesturm, waren wir in dem Flieger, wir saßen im Flieger, 7 Stunden im Flieger, dann mussten wir aus dem Flieger, also mussten wieder zurück ins Flughafengebäude und dann sind wir erst am nächsten Tag geflogen. So, und dann irgendwann sind wir am nächsten Tag mittags angekommen dann und dann ist der Manager direkt mit mir zum Krankenhaus und hat ein Röntgen gemacht. Und dann im Röntgenbild war klar, da drunter ist so ein Knochen unterm Zeh und der war durch, gebrochen. Deswegen konnte ich natürlich nicht spielen. Dann sagt er mir, ja, weil ich war ja als Ausländer eingesetzt. Also wir hatten einen Amerikaner und mich als, damals hieß das Bossmann-Ausländer. Also die durften immer nur 2 Ausländer pro Mannschaft haben, einen Amerikaner und ich glaube einen Bossmann, keine Ahnung, wie das heißt, keine Ahnung. So, auf jeden Fall war ich einer von den Ausländern. Und dann sagt er mir, hey, alles klar, aber du musst ja spielen. So, das nächste Spiel ist am Samstag, weil dieses Europa-Liga-Spiel hatten wir am Mittwoch. Dann waren wir Donnerstag zurück und dann praktisch 2 Tage später musste ich spielen. Und dann hat er gesagt, ja, kein Problem, ist zwar gebrochen, aber geh mal am Samstag vorher zum Arzt, nach Hause, und er gibt dir eine Spritze, so Cortison und Schmerzspritze, dann kannst du spielen. Ich so dahin gegangen, dann hat er mir die, dann war der Sohn noch da, dann sagt er, ja, komm mal rein, okay, alles klar, ich gehe dahin. Dann sagt er, ja, wird jetzt ein bisschen wehtun, vielleicht redest du mit meinem Sohn.
dann nimmt er diese Spritze, die war so lang, und ich habe noch nie gewusst, dass eine Spritze so schmerzhaft sein kann. Die hat da von unten in meine Fußsohle so tief reingezimmert, zwei verschiedene, und ich habe versucht, das zu überspielen. Ich habe dann mit dem Sohn geredet, ne? Ich so, ja, zeig mir mal dein Spielzeug, ne? Und der war so 4. Er so, ja, das. Und ich so, ja, ich habe so Schmerzen gehabt. Ich habe mit dem Sohn geredet und die Schweißperlen sind so runtergelaufen. Und das Krasse ist, wenn du die erste Spritze drin hast und die dann so kaum rausgezogen kommt, so durch die ganzen Knochen, und du weißt, jetzt kommt noch die zweite. Das ist das Schlimme. Bleib mal da locker. Egal, ich habe mit dem Sohn geredet, wie dem auch sei, lange Rede, kurzer Sinn. Bin dann zum Spiel, voll mit Drogen gepumpt, versuche mich aufzuwärmen. Der Zeh ist gebrochen, hallo. Das tut immer noch weh. Du kannst nicht spielen. Ich wärme mich auf. Ich konnte nicht auftreten. Dann sage ich, sorry, geht nicht, ich kann nicht. Samstag. Dann sagt der Manager, okay, komm, setz dich hin. Wir müssen morgen in meinem Büro was besprechen. Sonntag. Sonntagmorgen um 10. Ich komme am Sonntagmorgen humpelnd in dieses Drecksbüro von diesen Drecks-Loser-Menschen, die über mein Leben entscheiden wollten. Komme ich dahin, sagt der Manager mir original, ich habe alles noch 1:1, wie er da saß. Ich kann dir alles noch erzählen, wie ich die Treppe hochgegangen bin. Ich weiß alles ganz genau. 25 Jahre her fast. Nimmt er so einen Brief raus, legt den so hin und sagt so, ja, Cecil, mit uns beiden ist es einfach wie mit einer schlechten Ehe. Wir passen einfach nicht zusammen. Und dann schiebt er mir den Brief rüber. Das ist dein Flugticket nach Hamburg zurück, morgen 10 Uhr. Ich so, du Wichser, habe ich gedacht. Und da ist so richtig dieser Hass entstanden, dass andere Menschen mir einfach sagen können, hey, weißt du was, nächstes Jahr, du hast uns zwar in die erste Liga geschossen, aber nächstes Jahr spielst du nur 5 Minuten. Oder hier ist dein Flugticket nach Hause. Weil das Lustige, was ich ja noch nicht erwähnt habe vorhin, ist, die haben mir gesagt, hier, du spielst nur nächstes Jahr 5 Minuten, haben dann einen Amerikaner in Hamburg auf meine Position gepackt. Ich habe in Weißenfels alles platt gemacht. Ich bin ins All-Star-Game gewählt worden. Und der Amerikaner von denen, den sie geholt haben, der war nicht annähernd so gut wie ich. Und ich habe im Spiel gegen die den Amerikaner komplett auseinandergenommen. Habe ich noch alles auf Video. Und wir haben gewonnen gegen die Mannschaft. Und das Management so, was war? Cecil, ja. Cecil war immer gut in Hamburg. So. Hast du unser Gespräch vergessen? So, also ich habe es ihnen richtig heimgezahlt. Richtig. Ja, ja. So, das heißt, ich hatte da diesen Drang, lass dir nichts mehr sagen. Und deswegen ist es auch im Business-Prinzip. Wie baust du ein eigenes Business auf? Wie hast du einen Online-Shop, der unabhängig ist? Wie machst du die Sachen? Wie findest du was du verkaufst? Gibt ja heutzutage 1000 Möglichkeiten. Wie findest du was du verkaufst, was potenziell 130 Millionen Menschen haben wollen? Und wie verkaufst du das online dahin? Dann hast du keinen dummen Manager, du hast keinen dummen Coach, der so eine Ader immer kriegt, egal was du machst. Du hast ein Produkt und du hast einen Endkunden und das kannst du, und du musst nicht mehr den Wecker stellen, du musst nicht mehr. Das ist der Grund, warum ich das alles gemacht habe, die nächsten 25 Jahre, ist der Grund da. Weil diese Loser mich behandelt haben wie Dreck. Sie wollten mich brechen und sie wollten über mein Leben bestimmen. So, und dann ging es weiter und dann jetzt kommt die ganz krasse Geschichte. Dann bin ich in Spanien gelandet. Und Spanien, ey, so geil. Richtig cool, habe ich in Spanien gespielt. Ich habe ja dann überall so europaweit gespielt. Und obwohl ich diese ganzen Sachen hatte, haben die mich immer wieder genommen, weil ich ja irgendwie trotzdem gut war. So, ja, okay, er hatte da ein paar Probleme, aber er ist halt gut, lass ihn doch nehmen. So. Dann habe ich danach nochmal in Hamburg gespielt, haben die mich nach Hamburg zurückgeholt. Und da wurde ich dann als Wiederkömmling, als absoluter Star gefeiert. Hey, Mighty Mouse ist wieder zurück. Mein Spitzname war Mighty Mouse, die mächtige Maus da, dieser Trickfilm. Aber weißt du, mit dem gleichen Management-Team? Gleiches Management, ja, die haben mich dann zurückgeholt. Nee, der Chef war nicht mehr da und es war ein anderer Trainer. Aber so ein paar Leute im Hintergrund, die Fäden gezogen haben, waren noch da. Das heißt, sie haben dich nicht gebrochen, du hast sie gebrochen. Ich habe sie gebrochen. Und sie haben dann, die Mighty Mouse ist wieder zurück. Ja. Wir haben unser Hamburger Jungen wieder zurück und alles. Oh, auf einmal war ich wieder der Held. Ich so, ihr
ihr Wichser. Ja. Weißt du? Und dann, auf jeden Fall bin ich dann in Spanien angekommen, dann danach und so. Und dann war die allerkrasseste Story. Und zwar richtig geil. Ich krieg da ein Haus am Strand. Ich habe ein Haus, also jetzt in Spanien, ja. Zwei Stockwerke in Spanien und war direkt am Strand. Also ich musste auch immer fegen vor meiner Tür, weil direkt der Strand war und so. Richtig geil, alles cool, die Stadt und so. Ich habe es geliebt. So nicht weit von Marbella entfernt, dann konnte ich immer nach Marbella mit dem Auto, 20, 30 Minuten. Dann ist da Gibraltar, dieser englische Bezirk, wo dann dieser Berg ist, die Affen von Gibraltar, kannst hochfahren, kannst gucken und so. Richtig geil. Und ich war voll happy und so. Ne? Und dann war da auch wieder so dieser Konkurrenzkampf. Ich habe zwar den Trainer gar nicht verstanden, der spricht kein Englisch. Also die haben da alle kein Englisch gesprochen. Ich musste mit meinem kleinen Übersetzer immer mit denen sprechen. Nur einer in der Mannschaft hat Englisch gesprochen und wir hatten zwei Amerikaner und mich als Ausländer. Und einer war da in der Mannschaft, der konnte Englisch, der hat uns immer alles übersetzt. So, und der Trainer hat auch uns immer angeschrien, auch mich und die Amerikaner. Und wir so. Und wenn es gut gelaufen ist, ist Miguel, hat so ein bisschen, you have to play defense. So, ein bisschen was übersetzt. Okay, alles klar. Ich habe aber nichts verstanden. So, das war dann Spanien, aber geil. Aber da war einer in der Mannschaft und Profikarriere ist ja richtig so hart. Also richtig Ellbogen. Da denke ich mir, ey, heutzutage irgendwie ein Online-Business aufbauen, am Computer ein bisschen Affiliate-Marketing, wovor hast du Angst, genau? So im Profisport, die zerfressen dich. Die wollen dich zerfressen. Das heißt, einer war da der Beste in der Mannschaft und natürlich immer, wenn der Beste in der Mannschaft und jemand kommt dahin und ist auch gut, gibt es immer Probleme. So, und er war ein Spanier und im Grundsatz, die Spanier halten immer und zu sich. Klar. So, und das ist auch offensichtlich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zum Korb ziehe und die faulen mich, und das ist ein Spanier, die faulen, die pfeifen einfach nicht, das ist egal. Du musst halt als Ausländer da durch, so, ja. Weißt du? Und die werden immer bevorzugt. Und er war so der Top Mann da und er hat natürlich ein Problem damit gehabt, dass ich auch gut bin. Immer das Gleiche. Und dann hatten wir ein besagtes Spiel in Menorca und das ging schon immer, das hat sich schon aufgebaut. Dann zum Beispiel kam er in die Dusche und hat immer versucht so, er hat sich auch mit dem anderen Amerikaner, das war bevor ich da war, hat er sich geprügelt im Training. Hm. So, und dann haben die auseinandergenommen, aber er wollte auf die los. So, das heißt, ich wusste schon, er ist jemand, der will mit aller Kraft das Alpha-Tier sein. Das ist ein Problem, weil ich bin auch so. So, und dann schon in der Dusche kam er an, so, ja, ist meine Dusche. Ich so, alle anderen Spieler hätten natürlich Platz gemacht für ihn. Ich so, Alejandro, wo ist der Name? Nein, ich bleib hier. Er so, ja, ist aber meine Dusche. Ich so, ja, ich bleib aber hier. Ganz ernst, ich bleib hier, ich dusche fertig hier. Er so, okay, alles klar. Hat er sich gemerkt, ist er zur nächsten Dusche gegangen. Ich so, nächstes Mal extra wieder die Dusche genommen, weißt du? Extra vorher beeilt, damit ich als erstes seine Dusche nehme. Ja. So, und dann waren wir in Menorca und das hat sich schon so aufgepusht. Du hast schon gemerkt, der will mich nerven. Der will mich brechen. Die wollen dich immer brechen. In dem Fall jetzt nicht Management, sondern der Mitspieler. Und dann Menorca, wir sitzen original. Wir zum Frühstückstisch. Ich setze mich hin. Ich habe meinen, keine Ahnung, Frühstückseier oder was. Ich setze mich hin mit meinem Freund da, der Amerikaner, der Teammate. Und dann kommt wieder Alejandro. Kommt mit seinem Teller, er so, Cecil, da sitze ich. Original, ich so, Alejandro, wo ist dein Name? Weißt du, so, ich so, nein, ich sitze jetzt hier, steh auf. Ich so, nein, ich stehe nicht auf. Steh auf. Ich so, nein, ich stehe nicht auf. Er wieder, okay. Setzt er sich woanders hin, es baut sich auf bei ihm, weißt du? Ich so, ja, egal, interessiert mich nicht. Und dann gehen wir durch die Eingangshalle und er so, macht er so Schattenboxen. Und er so, ey, ich kann richtig gut boxen, sagt er. Ich so, okay, was ist jetzt das für eine Information, weißt du? Dann aufgebaut. Dann kommt's abends zum Spiel. Er will natürlich jeden Schuss nehmen. Ich natürlich auch. Und ich dribbel, ich mach mein Ding. Weißt du, ich zieh zum Korb, werfe, dribbel, pass mal hier, mal da. Dann haben wir eine Situation, wir spielen 3-2. So, das heißt, auf der einen Seite ist jemand, auf der anderen Seite, ich bin in der Mitte, ich dribbel und jemand kommt zu mir, ich kann entscheiden, entweder nach links oder nach rechts passen. Dann mache ich den Fehler, weil für mich in der Situation war es besser, nach links zu passen. Ja. Der hat auch einen Korb gemacht. Ich habe nicht nach rechts gepasst. Was macht Alejandro? Alejandro, auf dem Weg vor allen Zuschauern, läuft er an mir vorbei, haut mir auf den Hinterkopf. Passt den Ball zu mir, sagt er nächstes Mal.
Ich so. Okay. Ich so, ich kann ja jetzt nicht vor den mich mit dem prügeln. Er so, ich so, alles klar, ich schluck das jetzt, ne? Dann gehen wir zur Halbzeitpause. Ich gehe zu ihm, er geht zu mir, auf dem Weg zur Kabine, da war der Tunnel. Er packt mich am Hals. Er packt mich richtig am Hals. Er so, hey, und er war größer, 1,95. Er so, hey, pass den Ball nächstes Mal zu mir. Blabla, hat mich richtig angemacht, ne? Und packt richtig doll an meinem Hals. Und ich pack ihn so an der Rippe und ich pack ihn auch richtig doll. Also wir sind wie umarmt, aber alle Zuschauer sind noch da, auf dem Weg in diesen Tunnel, wo die Spieler dann so durchgehen, ne? Er hat mich richtig fest, ne? Ich so, hey. Und dann in dem Tunnel angekommen, reiße ich mich so los, schubs ihn weg. Was passiert? Boom! Er haut mir ein Ding komplett. Ich so, ey, ich wollte auf ihn los. Alle Spieler, auch die Großen, ich bin ja klein, ich bin ja 1,82, die alle sind 2 Meter, die halten uns auseinander. Ich komm nicht mehr an ihn ran. Ich so, ey, ich war so sauer. Und das Ding ist ja, ich bin ja auf St. Pauli groß geworden und früher, so mit diesen ganzen Rassismus-Krams und so, immer wenn jemand Neger gesagt, mein Bruder hat mir beigebracht, wenn jemand dich Neger nennt, dann musst du ihn hauen. So, ich war klein, ich dachte, das wäre so. Ich muss das. Weil ich dachte, ja, was ist denn, wenn ich es nicht mache? Keine Ahnung, dann komme ich vielleicht in die Hölle oder wer weiß was. Ich wusste nicht, was passiert, wenn ich es nicht mache. Das heißt, immer wenn ich da unter den ganzen Ausländern, wenn jemand mich Neger genannt hat, musste ich den hauen. So genauso auch, wie ich in die Schulklasse gekommen bin. Auch da war der Stärkste und das war mein erster Tag. Und dann haben die, weil die mich mobben wollten, so im ersten Tag in der Schule, der Stärkste von der Klasse, da war ich in der 3. Klasse, ist dann zu mir gekommen, hat mich Neger genannt. Erster Tag. Ich weiß noch, mein Bruder hat mir auch so Griffe beigebracht, ne? Ich so, was sagst du? Ich packe ihn mit der Hand, dreh mich um und schmeiß ihn so rüber. Und ich kann immer noch erinnern, wie seine Jeans, er hatte Jeans an, so auf dem Boden, er auf dem Rücken. Die gucken mich an, die so. Und dann war Feierabend. Dann war ich akzeptiert in der Klasse. Das heißt, in meinem Grundsatz ist, immer noch von früher, ich kann mich nicht einfach schlagen lassen. Weißt du, ich dachte, was soll ich denn jetzt machen? Ich wusste, okay, das ist jetzt hier, es geht hier um meinen Job und alles und so. Was soll ich denn jetzt machen? Ich kann mich nicht schlagen lassen. Ich muss was machen. So wie es mein Bruder mir bei... Du musst! Und da war ich ja, jetzt bin ich 44. Jetzt würde ich wahrscheinlich das anders regeln, aber da war ich Anfang 20. Da war ich noch anders. So, das heißt, ich überlege, ich so, scheiße, ich muss was machen. Was soll ich denn jetzt machen? Dann gehe ich zum Trainer. Ich sag so zum Trainer, hey, he hit me in the face. He hit me. What you gonna do? Was machst du jetzt? Er hat mich geschlagen ins Gesicht. Und er so, ja, 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 ja. Und der Co-Trainer hat das auch gesehen. Ich so, was jetzt? Ich wollte, dass sie ihn rausschmeißen, dass sie ihn suspendieren für das Spiel, dass er nicht mehr spielt. Er so, you play. Ich so, hä? I play? Ja, aber ich habe doch gar nicht gefragt, ob I play. Was I play? Played er. <Weißt du? lacht> Und dann haben die ihn ganz normal. Auch erste 5, wir beide erste 5, zweite Halbzeit durch. Ich hatte Kopfschmerzen, nicht nur von dem Schlag, sondern auch von diesem ganzen Stress in mir. So, und ich habe gemerkt, okay, die wollen nichts machen. Und ich habe gedacht, wenn ich jetzt nichts mache, dann wird es ja weitergehen. Dann wird es immer heißen, auch in der Mannschaft, ach, der Cecil, nimm ihm mal den Platz weg. Ach, die Dusche. Cecil, komm, geh mal nach hinten. Weißt du, ich habe komplett die Glaubwürdigkeit in der ganzen Mannschaft verloren, wenn ich nichts mache. Ja. Ich gewartet, das ganze Spiel. Ich so, soll ich meinen Job jetzt riskieren? Soll ich meinen Job jetzt riskieren? Ich gewartet, ich so. Ich kann nicht nichts machen. Ich kann nicht nichts machen. Ich nach dem Spiel guck Paco an, den Trainer. Ich so, alles klar. Ich gehe in die Umkleidekabine. Ich dusche mich als erstes. Ganz schnell. Ich warte mit meinem Anzug. Dann merke ich, dass er danach reingeht in die Dusche. Ne? Er duscht sich so. Ich warte die ganze Zeit vorne, weil das waren so 2 Umkleidekabinen. Eine hier und... Er war da, ich war hier und du musst den Weg rauskommen. Ich habe schon gewartet die ganze Zeit. Ich habe mich extra schnell geduscht. Ich warte da mit angezogen, ready to go. Weißt du? Ich so, okay. Dann kommt er irgendwann. Dann kommt er. Ich so, hey. So, wir haben noch was offen. Oder ich habe gar nichts gesagt. Ich glaube, ich habe gar nichts gesagt. Ich guck so. Ich. Boom. Also richtig so. Das war so krass. Seine Nase gebrochen. Das Blut. Dahinter, die ganze Wand war voll, also richtig so ein Riesenfleck und die ganzen 2 Meter, 2,5 Meter Amerikaner, auch so schwarze, so breite, 130 Kilo, 120 Kilo, alle gucken, alle stürmen und ich hatte nur diesen einen Schlag und danach habe ich mich auf ihn geschmissen.
Hab mich auf ihn geschmissen, hab ihn so im Dings festgehalten. Ich habe ihn nicht losgelassen. Und ich habe mit meinem gebrochenen Spanisch, was ich gerade gelernt habe, ich so, hey, Alejandro, ven a mi casa, mañana, 8 Uhr, ocho, oder ocho, ocho, a la ocho, ven a mi casa, mañana. Ich so mein Spanisch, so mein gebrochenes Spanisch, ich habe ihn nicht losgelassen. Meine Schuhe voll mit Blut, der Hintergrund voll mit Blut, die ganzen Riesen versuchen uns auseinander, ich habe ihn nicht losgelassen. Die haben 2 Minuten versucht, ich habe ihn nicht losgelassen. Ich habe wie ein Pitbull ihn nicht losgelassen. Und dann irgendwann nach 2 Minuten habe ich gesagt, okay, komm morgen zu mir, dann regeln wir das zu Ende und fertig. Ich lasse dich jetzt los. Und dann habe ich losgelassen und erst dann haben die uns auseinandergekriegt. Die haben es nicht geschafft. Und dann, als er sich dann endlich losreißen konnte, hat er natürlich eine komplett gebrochene Nase gehabt. Und ich glaube, ein Zahn war draußen, gebrochene Nase. Und der Co-Trainer ist dann erstmal mit ihm ins Krankenhaus auf Menorca gefahren. Und ja, dann habe ich erstmal vom Co-Trainer erfahren, dann, ja, Cecil, aber hättest du so doll schlagen müssen? Ich so, ja, was, ey, kann ich doch nicht kontrollieren. Ja, seine Nase ist gebrochen, er hat eine Gehirnerschütterung, ein Zahn ist draußen und so. Und ich, auf meinem Jogginganzug war noch überall das Blut und ich hatte so diese Jordan-Schuhe, die hatten unten so ein Teil Lack. Und das ganze Blut ist auf meinem Trainingsanzug von der Mannschaft, das war so ein Frottee-Anzug, der war ganz cool, dunkelblau. Und ich hatte diese weißen Schuhe an. Da ist überall Blut drauf getropft. Und das Krasse ist, das hat sich so eingesetzt, also so eingebrannt. Ich hatte diesen Anzug, den habe ich, glaube ich, heute immer noch. Da sind immer noch die Blutspuren dran von ihm. Und die Schuhe, jahrelang, jetzt habe ich sie nicht mehr. Ich hatte die noch, weil ich die gerne mochte. Auch als ich die nicht mehr für Basketball genutzt habe, ich habe sie nicht weggeschmissen, weil die cool waren. Selbst Jahre danach habe ich immer noch die ganzen Bluttropfen. Die gingen nicht raus aus den Nähten und so. Weißt du, da war richtig so vertrocknet Blut drin und so. Hat mich immer zurückerinnert. Aber, boah, das war auf jeden Fall krass, auf jeden Fall war das dann die Situation und dann mussten wir dann zurückfliegen, ja, wieder in die Heimat praktisch. Und da ist dann auch auf dem Flieger und so ist nichts mehr passiert. Alejandro hat mit seiner Schiene in der Nase da gesessen, ich habe auf der anderen Seite gesessen und dann ging es zurück in die Heimat. Dann, was war das Resultat? Job verloren. Wieder ein paar Manager mit Ader am Kopf und so. Und dann haben die gesagt, ja, Sassy, komm ins Büro. Ich wieder ins Büro. Job verloren, geht nicht. In der ganzen spanischen Presse, ja, die prügeln sich. Dann ist er aber auch rausgeflogen. Also wir sind beide rausgeflogen dann, weil die das nicht akzeptieren. Und dann habe ich gedacht, okay, besser, wir fliegen beide raus, weil die hätten ja nichts gemacht. Er hatte sich ja schon vorher mit dem anderen Amerikaner geprügelt. Ja. Das heißt, da ist er ja auch im Team geblieben. Das heißt, die akzeptieren das ja von ihm. Nur dadurch, dass ich gegengeschossen habe, stehen die vor der Wahl, okay, sie müssen beide rausschmeißen. So, und dann war ich im Endeffekt wieder in Hamburg und dann habe ich im Endeffekt wieder den nächsten Vertrag bekommen. Aber im Grundsatz ist die Lehre daraus, dass Basketball mir extrem geholfen hat, extrem. Diese ganzen Mindset-Sachen, was ich alles gelernt habe in der ganzen Zeit, auch ich habe ja mit Mindset, habe ich ja schon öfter drüber gesagt, das hat ja beim Basketball erst angefangen, Disziplin. Aber dadurch, dass ich diesen starken Drang entwickelt habe, mir nichts mehr sagen zu lassen, den ich schon vorher hatte, aber vor allen Dingen nicht nur nichts mehr sagen zu lassen, sondern auch nie mehr zu akzeptieren, dass jemand anderes über mich bestimmt. Das war die Kombination. Und dass ich frei sein kann. Und heutzutage sehe ich ja die Basketballer, die ja früher, oh ey, wir sind so coole Basketballer. Und das sind dann die Leute, die immer mit allen ganz korrekt, so und dann einer aus Hamburg, ich sage jetzt nicht den Namen, aber ja, der hat dann auch geschafft, in der ersten Liga zu spielen und der war dann so gut und der hat sich immer mit allen verstanden. Und als der Manager, der hat mir immer ins Gesicht gelacht, ey Cecil und so, du bist so cool und so, hey, du bist so geil und so, ne? Und dann habe ich über den Manager erfahren, dass als ich dann zu der Mannschaft in die erste Liga, zu seiner Mannschaft, als sie ihn gefragt haben, hat er schlecht über mich geredet. Und in meinem Gesicht immer gut. Und solche Leute, die dann, ja, und dann habe ich einmal die Mutter von dem getroffen in der Stadt. Ich so, ja, dein Sohn und so, er spielt ja da in der ersten Liga, ich spiele ja da in der ersten Liga. Und bleibt er da? Nee, also mein Sohn, der wird in einer der 4 großen Vereine jetzt wechseln. Der hat einen richtig guten Vertrag bekommen. Aber ich kann jetzt noch nicht sagen, in welche Mannschaft. Da denke ich mir schon damals so, Alter, was denkst du denn? Das ist dein Sohn Michael Jordan oder was? Übertreibt man nicht. So doll interessiert mich das auch nicht. Habe ich gedacht, interessiert mich gar nicht. So, und jetzt, wenn ich diese ganzen Leute sehe,
zum Teil, wenn ich dann denke, ah, der Spieler, der Nationalspieler, was macht der eigentlich heutzutage? Dann siehst du original noch, genau wie mit der Loser-Trainer, der mit der Ader, die stehen 30 Jahre später noch in der Halle und bringen den Kindern immer noch bei, wie sie ein Handgelenk abklappen. 30 Jahre später oder 20 Jahre später. Da denke ich, okay, du bist immer noch in stinkenden Hallen, du hast immer noch deine Zeit gegen Geld getauscht, du hast immer noch, dass Leute über dich bestimmen können, du bist immer noch nicht ortsunabhängig und du bist immer noch in der gleichen Scheiße. Und ihr seid so arrogant, dass ihr Menschen brechen wollt. Für was? Damit ihr in der stinkenden Halle am Wochenende im Bus sitzt oder was? So, und deswegen habe ich genau das Gegenteil. Und genau das, was ich ja hatte, dass ich mir nicht sagen lassen wollte, genau das ist ja das, was mich jetzt erfolgreich gemacht hat. Genau das ist ja das, dass ich komplett unabhängig bin. Ich musste ja Wege finden. Okay, wie finde ich einen Weg, dass ich mir nichts mehr sagen lassen muss? Deswegen bin ich 6 Wochen auf Mykonos. Sag mal, irgendein von den ehemaligen Basketballspielern, ja, kannst du 6 Wochen auf Mykonos verbringen, den ganzen Sommer? Hier, die Villa, buch die mal. Wie teuer ist die, Cecil? So, können die nicht. Und das war das Motiv, warum ich eigentlich das alles gemacht habe. Das ist auch der Grund, warum es mich so befriedigt, wenn ich ständig diese Feedbacks bekomme. Cecil, ich habe meinen Job gekündigt. Wir leben jetzt da, unsere Kinder können ohne westliche Sexualisierung aufwachsen. Ich habe keinen Chef mehr, ich habe meinem Chef gesagt, kannst du mich mal am Arsch lecken. Das ist mehr für mich, als nur irgendwie Geld verdienen. Weil heutzutage zum Glück, ich brauche kein Geld mehr verdienen. Ich kann von Dividenden, Mieteinnahmen, Aktien, von diesen ganzen Sachen kann ich leben. Ich habe auch in Eigentum wohne ich, interessiert mich nicht. Ich muss kein einziges Video mehr machen. Weil das ist nicht die Motivation. Die Motivation ist nicht, eine Null mehr auf dem Konto zu haben. Wenn du schon finanziell abgesorgt bist und du deine Einnahmen hast und du nichts mehr machen musst, dann geht es nicht mehr um Geld. So, aber diese Befriedigung, wenn die mir das sagen, ich konnte meinem ätzenden Chef endlich den Mittelfinger zeigen, dann denke ich so, yes, genauso wie ich es hätte machen sollen mit den ganzen Managern, Trainern, die so eine Ader kriegen. Und es ist so eine Befriedigung. Das ist der Grund, warum ich das alles mache. Und diese Geschichten von heutzutage, die waren ja so tief, die habe ich noch nie erzählt, noch nie. Das ist absolute Premiere. Ja, es macht aber auch Sinn. Also wenn man durch so einen Schmerz selbst durchgeht und man dann bei den eigenen Kunden nachempfinden kann, was sie sich alles ersparen dadurch, ist das natürlich ein Riesenantrieb. Auf jeden Fall danke für diese privaten Einblicke, die sehr, sehr herzlich waren und auch sehr lustig. Aber das gibt uns nochmal ein tieferes Verständnis für all das, was du machst. Weil ich ja nun fast nur unterwegs war, aber... Noch wenn, irgendwie wenn alles ich, drauf? Wenn ich Zeit habe, dann mach ich schon sowas mit. Wollen wir einen kleinen Test machen? Haben wir dann Ball da? Sie wissen, Freddy, immer bei uns Jump Run. Jetzt nicht sonntags, bald jetzt samstags um 10.15 Uhr zu sehen. Wir haben den absoluten Star Hamburgs bei uns. Wo ist Cecil? Cecil, zeig dich. Ja, da ist die Kamera, das ist Freddy. Cecil, wie alt bist du? 14 und hat viele Turniere gewonnen, will irgendwann mal in der Bundesliga spielen und sicherlich irgendwann so gut wie Joakim Olajuwon, ja, von Houston Rockets. Ja. Ja, großer Held. Ja. Ja. Wollt ihr loslegen? Jeder einen Angriff. Na klar. Frieden beginnt. Ja. Auf geht's. Okay. Muss ich mal gucken, wo der Kopf Dunking geht. Müssen wir schon sehen heute. Ja, das körperlose Spiel. Ja, eigentlich war, ich hätte eigentlich abgepfiffen, ja, es soll ja ein körperloses Spiel sein. Ja. Herzlichen Dank, Herr Vorhang. Kommt rüber. Herzlichen Dank, Cecil. Ja. Freddy, weißt du, was das ist hier für eine Unterschrift? Ich sage Freddy zu dir schon hier, Cecil. Kannst du das lesen? Da steht Joakim Olajuwon drauf. Und das ist wirklich die Mütze, steht extra noch Weltmeisterschaft NBA drauf. Hat er höchstpersönlich der große Star der NBA unterschrieben. Und weil Freddy so gerne Mützen sammelt, kriegst du sie nicht, kriegt Freddy als Gast geschenkt. Und du kriegst den Ball. Ja? Danke. Herzlichen Dank, ne? Mach's gut. Ja? Eine kleine Finte.
Ich weiß, Freddy, Sie sammeln diese Mützen und das. Ah, yeah. Endlich wieder zurück auf dem Kiez. Dort fühlt sich Cecil wohl. Bei ihm kreist alles um Basketball. 21 Jahre ist der Junge, 1,85 Meter klein, eines der größten Nachwuchstalente Deutschlands. Der Junge blickt immer nach vorne, aber wie hat eigentlich alles angefangen? Das ist eine gute Frage. Da muss ich erstmal selbst drüber nachdenken. Die Lehrerin hatte aufgepasst. Mit 11 der erste Verein, mit 18 die große Zeit mit den Tigers. Aufstieg in die erste Liga, dank Cecils Distanzwürfen und seiner Schnelligkeit. Iguatu, ein Verrückter im positiven Sinne. Sein Traum, einmal in der besten Liga der Welt, der amerikanischen NBA, Basketball spielen. Sein Vorbild, der beste Spieler der Welt. Michael Jordan kann alles als Spieler, kann verteidigen, ist athletisch, kann angreifen, macht seine 30 Punkte und führt trotzdem noch das Team. Das ist das, was ihn ausmacht und das ist das, was ihn besonders macht. Gutes Auge und gute Laune, Cecils Markenzeichen. Nach dem Aufstieg 99 Urlaub mit dem Team in der Türkei, Zerwürfnis mit dem Trainer, Abschied von den Tigers, Basketball in der Provinz und endlich die Rückkehr. Seine Körbe für eine bessere Zukunft der Tigers. Das Team kämpft gegen den Abstieg. Das Heimspiel am Wochenende gegen Trier, schon vorentscheidend. Sonntag müssen wir auf jeden Fall gewinnen, sage ich mal, weil danach spielen wir gegen sehr gute Mannschaften wie Alba Berlin und Bonn und Frankfurt. Also es ist ein sehr wichtiges Spiel jetzt am Sonntag für uns. Und ich hoffe, dass wir natürlich Unterstützung von unseren treuen Fans kriegen können. Und ja, dann wird es eigentlich, glaube ich, ganz gut aussehen. Iguatus Rückkehr macht Mut. An guten Tagen geht fast alles bei ihm. Und schlechte Tage sind sowieso nicht sein Ding. Cecil Iguatu. Ungewöhnlicher Typ mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Riesenpläne nicht nur für Cecil, auch die Sugar Babes haben eine Menge. So, vielen Dank, dass ihr bis hierher zugeschaut habt. Und ich habe jetzt ein absolutes Bonus-Material. Und zwar habe ich nach dem Podcast gedacht, so, oh, irgendwie war Spanien so cool. Ich will das nochmal sehen. Ich will nochmal das kleine Häuschen sehen. Dann habe ich am nächsten Tag einen Flieger gebucht, habe mir ein Auto hier gemietet und bin direkt hierher gekommen, wo ich früher gespielt habe und gelebt habe. So eine kleine Community, schönes Wetter. Und hier in der 33 habe ich gewohnt. Richtig cool, richtig süßes kleines Häuschen. So ungefähr, so vielleicht 100, 120 Quadratmeter. Und das meinte ich hier, dass ich direkt am Strand gelebt habe. Und wir gehen einmal rüber. Und da vorne ist Gibraltar, der englisch besetzte Berg. Genau. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Podcast.